Gold zu kaufen war im Prinzip der Trade des Jahres bisher. Die Frage ist, ob nach fast 30% Kursgewinn die aktuelle Korrektur geeignet ist, um jetzt noch zu kaufen, oder ist der Zug endgültig abgefahren? Meine genauen Marken und wie man jetzt noch in den Markt reinkommt, in diesem Video. Los geht's. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Gold jetzt noch kaufen, da wird der ein oder andere sagen, habe ich doch irgendwo schon mal gehört, oder? Genau richtig. Genau diesen Titel habe ich nämlich vor 2 Monaten schon mal genommen. Ich blende euch das Video hier mal ein, ja? Und da ging es um ein Setup, welches besagt hat, wenn Gold über 1380 US-Dollar ansteigt, dann sollten deutliche Kursgewinne folgen. Tja, und wie ihr, wenn ihr möchtet, dem Video entnehmen könnt, genauso kam es. Das heißt also, ich möchte jetzt gleich dieses Setup weiter fortschreiben, möchte mit euch darüber sprechen, wie ich die aktuelle Korrektur einordne. Die Frage, die sicherlich, wenn wir über Gold reden, bei ganz vielen sofort aufkommt: Und was ist mit Silber? Auf Silber. Und wie sich Silber in den nächsten Wochen weiterentwickeln sollte und warum Silber mittelfristig sogar noch das größere Potenzial hat, darauf werde ich im kommenden Report am Mittwoch, morgen, eingehen. Also, hier unter diesem Video ist der Link. Dort könnt ihr euch für den kostenlosen Report eintragen. Und auch das erwähne ich gerne mal wieder. Ihr könnt euch dort genauso einfach auch austragen. Ich weiß, es nervt. Irgendwelche Newsletter, die man am Ende doch nicht liest, und dann klickt man sie 30 Mal weg, bis man sagt, okay, dann trage ich mich halt mal aus. Das könnt ihr ganz einfach machen. Wenn ihr euch nämlich von der Börse abwendet oder vom Trading abwendet, dann ist das völlig in Ordnung. Ich denke, solange ihr dabei bleibt, zumindest wenn ich das Feedback mal nehmen darf, was ich in den letzten Jahren bekommen habe, so lange möchtet ihr dann auch nicht auf den Report verzichten, der, ich sagte es, gratis ist. Hier unter dem Video. So, und jetzt schauen wir direkt, also Mittwoch Silber. Jetzt aber zu Gold, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ja, gerade jetzt könnte es ganz spannend sein. Bitte schaut gemeinsam mit mir auf meinen Bildschirm. So, das hier ist der gleiche Chart wie vor 2 Monaten. Schlicht und einfach deshalb, weil dieses Setup passt, und zwar schon seit Jahren. Wir sehen hier das, was wir besprochen haben, den Ausbruch über 1380 US-Dollar. Der war es. Darum ging es. Im Report, im Übrigen nicht erst bei 1380 US-Dollar besprochen, sondern, ja, man geht mal ganz kurz auf die 5 Jahre, bei einem Anstieg über 1220 US-Dollar. Hier habe ich im Report darüber gesprochen, dass diese Bodenbildung diesmal erneut auf höherem Hoch stattfand. Ein Tief, höheres Tief, höheres Tief. Ja, dieser kurzfristige Trend aus dem Jahr 2017 wurde gebrochen. Aber selbstverständlich bekommt man ein Kaufsignal mit 3 Sternchen nicht, wenn man unten kaufen will. Jede antizyklische Herangehensweise bedeutet immer: Okay, ich muss mich gegen den kurzfristigen Trend stellen. Geht ja gar nicht anders. Ja, Gold war im Jahr, zumindest seit April 2018, hier im Hoch 1350 bis unter 1200 gefallen. Wenn dann hier ein Kaufsignal bei 1220 US-Dollar auftritt, ja, dann muss das doch gegen diesen Trend sein. Das ist die Antizyklik, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn jemand, der antizyklisch tätig ist, der wird belohnt mit einem deutlich besseren Chance-Risiko-Verhältnis. Und im Report habe ich es exakt so beschrieben. Hier unter diesem Video. Wer sagt, naja, der Erichsen kann ja vieles erzählen. Völlig richtig. Ich gehe allerdings davon aus, dass es doch einige gibt, die diesen Report abonniert haben. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch für die netten Zuschriften. Ja, und die würden vermutlich schon mit Beschwerde hier ja, sich einbringen und sagen, na, 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 da hat er gar nichts gesagt. Unter diesem Video könnt ihr euch für diesen Report eintragen und dann selber überprüfen, ob er Erichsen das hier in den Videos nur so sagt oder ob diese Signale tatsächlich besprochen werden. Das hier war also der frühe Einstieg für mutige Investoren, und dann kam hier bei 1380 der Einstieg für all diejenigen, die sagen, nee, nee, nee,
Ich will ein 3-Sterne-Kaufsignal haben. In diesem Fall ist es im Übrigen, wenn wir uns mal ganz kurz das auf Jahresbasis ansehen, geradezu idealtypisch verlaufen. Anstieg über 1380, weiter, wir waren im Hoch bei fast 1440 und haben dann in der dritten Woche nochmal das Ausbruchsniveau hier getestet. Das ist eigentlich der Moment, wo klassische Trend-Trader dann einsteigen. Ja, es gab neulich einen Kommentar, dass Trend-Trading nicht mehr funktioniert, beziehungsweise Trend-Trader, gar nicht so einfaches Wort, dass die häufig mit Enttäuschungen konfrontiert sind oder. Das stimmt, das ist tatsächlich oft so. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man die Zeitebene beachtet. Auf Wochenbasis war nämlich alles klar. Was uns oft den Blick etwas verstellt, ist, wenn wir dann in den Tages- und in den 4-Stunden-Chart gehen. Und das Einzige, was man braucht, damit heute Trend-Trading immer noch funktioniert, ist von vornherein ein passendes Positionsmanagement. Ja, wenn ein Basiswert eine Woche lang seitwärts läuft, dann steigen halt ganz viele aus, weil sie sagen, nein, ich habe da irgendwas verpasst. Ja, immer die Zeitebene betrachten. Auf Wochenbasis gab es seit diesem Signal hier, es gab schlicht und einfach kein Verkaufssignal. Und wer sich das immer im Auge behalten oder im Hinterkopf behalten hätte, ja, der hätte eben hier auch Hochs über 1500 US-Dollar mitgenommen. Und das Ganze mit einem sehr überschaubaren Stop, denn hier konnte man zu rund 1380 kaufen und mit einem Stop von 10, 15 Dollar auf Tagesbasis arbeiten. Soweit also dazu. Wir gehen nochmal ganz kurz, denn nicht umsonst habe ich diese beiden Indikatoren hinzugefügt, dass es mal einen kleinen Rücksetzer in Gold geben musste. Kam jetzt nicht so überraschend. Die Bollinger Bänder sind extrem aufgegangen. Ja, entsprechend dieses starken Anstiegs, praktisch ohne Konsolidierung. Ich nehme sie aber mal raus, weil sie nicht so richtig, ja, man nicht so richtig schön erkennen kann, den Rest drumherum. So, und dann haben wir hier noch, wenn wir uns den RSI angucken, wir gehen nochmal auf 10-Jahres-Niveau, dann sehen wir, ich habe den übrigens die Standardeinstellungen verändert. Standardeinstellung, wenn ihr irgendwo, beispielsweise bei Trade Signal Online, ich habe keinerlei Kooperationen mit denen, also ihr könnt auch jeden anderen Chartanbieter nehmen. Wenn ihr Trade Signal Online nehmt, dann bekommt ihr in der Standardeinstellung 14, das sind die Perioden, und dann 30, 70. Aber ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, den RSI passt man in der Regel an den Basiswert an und sagt nicht einfach, ich klatsche da das drauf, was alle machen. Ja, dann erhält man oft auch die Ergebnisse, die alle halten. Und der RSI bei 70-30 drückt meines Erachtens nicht deutlich aus, wo wir an einen überkauften bzw. verkauften Zustand sind. Wenn wir den Wert 80-20 nehmen, dann wird es schon passender. Ja, 80 haben wir nur einmal überschritten hier im Jahr 2012 und das gab eine deutliche Korrektur. Und wir waren hier so hoch im RSI wie seit zumindest mal fast die letzten 10 Jahre nicht mehr. So. Der RSI alleine betrachtet, sagt noch nicht verkaufen. Er sagt aber vorsichtig, wenn solche Tageskerzen beispielsweise wie hier entstehen, ja, dann, beziehungsweise solche Wochenkerzen in dem Fall, auf Tagesbasis war es, aber wenn wir uns den Jahreschart ansehen, auch ganz ordentlich zu erkennen. Ja, das hier ist im Übrigen ein klassisches Turtle Trader Signal, das nur am Rande, also lowest of two. Auch dazu übrigens im Report immer mal was. Also unter über der Rubrik Trading Wissen spreche ich auch darüber. Das heißt also, wer in dem Report dabei ist, der kennt diese Turtle Trader Taktik. Triple T, lowest of two. Und habe ich schon gesagt, unter dem Video könnt ihr euch dafür eintragen. So, und jetzt ist die Frage, Gold jetzt noch kaufen? Oder jetzt immer noch kaufen? Und die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Denn genau nach dieser Vorhergehensweise, ja, und ich grüße all diejenigen, die sagen, mit Fibonaccis kann man nichts anfangen. Nein, die grüße ich eigentlich nicht. Ich habe mir vorgenommen, das nicht ironisch zu machen. Hat gerade nicht geklappt. Fibonaccis sind sichtbar gewordene Psychologie, nichts anderes. Natürliche Verhältnisse, die man auch in der Natur wiederfindet. Doppelt gemobbelt hält besser. Ja, genau.
Das heißt, wir haben hier, wenn wir uns nur diese letzte große Bewegung ansehen, dann haben wir zum einen hier die Bestätigung, dass dieses Kursniveau, also das ist das Ausbruchsniveau 1380 bis 1400 US-Dollar, das darf nicht mehr unterschritten werden. Das darf nicht unterschritten werden. Dann wird es ein Desaster. Dann suche ich nach Chancen auf der Unterseite. Wenn wir uns jetzt den letzten Ausbruch anschauen, dann bekommen wir Korrekturmarken, die möglichst auch nicht mehr unterschritten werden. Wenn wir uns das also ansehen, ja, hier, tief aus dem Mai, hoch aus der letzten Woche, dann bekommen wir die klassischen Retracements dieser kurzfristigen Bewegung. Und die sind aus meiner Sicht auch relevant. Das heißt also, im besten Fall, und der beste Fall ist der stärkste Fall, ja, je geringer die Korrekturneigung, desto stärker der Trend. Es muss dann, irgendwann muss es immer Korrekturen geben, aber das muss eben nicht jetzt sein. Und solange wir oberhalb von 1488 US-Dollar notieren, man sieht es auch hier sehr schön, inwiefern sich dieses Retracement ganz natürlich ergibt, solange wir darüber notieren, kann jederzeit der direkte Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Ein Rutsch darunter, das wäre dann auch immerhin ein Low bezogen auf die letzten zwei Monate, könnte direkt zu einem Rutsch in Richtung 1446 US-Dollar führen. Das wäre noch okay. Ein Rutsch unter das 38er Retracement sagt, okay, hier ist erstmal etwas zu Ende gegangen. Ja, ich habe es gesagt, das Niveau darf am Ende nicht mehr unterschritten werden. Aber kurzfristig, und das ist auch meine persönliche Variante, ich möchte das Fazit gleich mit hier einstellen. Wenn ich mir die Stärke des Trends angucke, dann würde ich sagen, Gold rutscht vermutlich jetzt nicht wesentlich unter 1488 US-Dollar, sondern hält sich darüber und steigt dann weiter. Das heißt also, ja, jetzt kann man ja schon locker 50 Dollar billiger kaufen. Es darauf ankommen zu lassen, ja, hier nochmal die letzten 20 Dollar auszukosten bzw. auszuquetschen und zu sagen, da lasse ich es, ich will noch günstiger kaufen, ist eure Entscheidung. Ich sage, oberhalb von 1488 steigt Gold weiter. Und momentan hätte man also einen Stop, naja, wenn wir einen festen Stop dazu nehmen, rund 30 Dollar. Wenn wir mal hier bei etwa 1480 US-Dollar den Stop setzen. Aktuell, und ich nehme das jetzt auf, das muss ja Zeitstempel, ganz wichtig, 9. September, 12.21 Uhr. Aktuell etwa 30 Dollar Stop. Und zwangsläufig ergibt sich natürlich dann die Frage, ja, und wie sieht es aus mit den Zielen? Da nehmen wir uns den großen Chart nochmal vor. Nehmen das letzte Retracement mal raus. Ja, wir haben Ziele hier bei 1587 noch offen und auch hier dürfen wir natürlich jetzt so langsam, wo wir auf der Oberseite ankommen, noch ein weiteres Ziel einfügen, nämlich bei rund 1715 US-Dollar. Und das ist aus meiner Sicht durchaus noch erreichbar. Ja, solange wir diesen kurzfristigen starken Trend aufrechterhalten, 1587 und ja, darüber auch 1700. So eine Rallye kann sich gerade im Goldmarkt sehr schnell verschärfen. Wie es so schön heißt, die Hosse nährt die Hosse. Und das gilt im Übrigen auch, wobei man sagen muss, dass so eine Rallye sich nicht direkt fortsetzen muss. Sie kann auch einfach mal seitwärts laufen, eine Phase lang. Denn insbesondere das letzte Quartal, irgendjemand hat neulich geschrieben, letztes Quartal ist stärkstes Quartal für Edelmetalle. Das ist nicht so. Das letzte Quartal ist saisonal kein so starkes für Edelmetalle, stärker für die Aktienmärkte. Und insofern, ja, relativ klare Ansage, hoffe ich, klar zu verstehen. Sollte man es hier noch ausreizen, kann man machen, unter 1488 kann man kurzfristig aus meiner Sicht einen Stop setzen und insofern ist das Chance-Risiko-Verhältnis immer noch passend. Langfristig passt das Ganze aus meiner Sicht sowieso. Alles oberhalb von 1380 spricht für langfristig weiterlaufende Hosse und dann später natürlich auch mit Allzeithochs und so weiter und so fort.
Das war's für heute. Jetzt wünsche ich euch noch einen entspannten Dienstag und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder und zwar mit drei Buffett-Aktien. Also, bis dann, macht's gut und ciao.